Hallo, hier ist Werner vom Landesverband der Grünen in Berlin und ich freue mich total, dass Ramona hier ist. Hallo Ramona, Hallo. unsere Bürgermeisterin von Berlin und Wirtschaftssenatorin. Wir haben jetzt schon 134 Teilnehmer. Ich freue mich auch sehr, dass so viele da sind. Wir würden sagen, wir warten noch 2, 3 Minuten und dann fangen wir an, bis die Leute hier eintrudeln. Aber ihr seid schon mal richtig bei unserem Update zu Corona. Genau. Ganz kurz an alle, die schon da sind. Wir würden diese Veranstaltung auch aufzeichnen, damit ihr das auch gehört habt. Also das heißt, es wird dann ein Video entstehen, das wir wahrscheinlich auch online stellen werden. Das hat aber für euch alle gar nicht so einen Bewandtnis, weil ihr ja nicht gesehen werden könnt, nur Ramona und ich. Und wir vor allem die Fragen dann nur vorlesen und die auch anonymisiert vorlesen. Also wir werden jetzt nicht einzelne Leute da rausziehen. Prinzipiell ganz kurz, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die digital stellen und in das Portal reingeben. Die werden dann aufgegriffen. Wir versuchen, die ein bisschen zu clustern. Insgesamt haben uns über 80 Fragen schon erreicht im Vorfeld über das Tool. Die werden wir heute auch nicht alle schaffen. Wir werden versuchen, die ein bisschen zu bündeln. Viele sind auch gleich, viele gehen in eine ähnliche Richtung. Das wird man jetzt noch mal ein bisschen angucken. Dann werden wir versuchen, im Gespräch so auf die verschiedensten Facetten einzugehen. Ihr könnt, wie gesagt, jetzt währenddessen auch schon Fragen stellen. Die werden wir versuchen, auch noch mit einzubinden und mit zu beantworten oder vielleicht auch schon welche direkt. Im Hintergrund sind auch fleißige MitarbeiterInnen, die versuchen, auch schon Fragen zu beantworten. Wir gucken. Kann aber auch sein, dass wir einfach ein paar Tage später nochmal Beantwortungen schicken. Das versuchen wir alles dann sinnvoll abzuarbeiten. Ansonsten auch schon mal hier einen lieben Gruß an Renate, die auch hier ist. Renate Künast, sie wird dann nochmal kurz dazwischen ein bisschen was aus dem Bund berichten. Genau. Wir haben uns vorgestellt, dass wir so 1,5 Stunden machen. Ich stelle die dummen Fragen und Ramona die klugen Antworten. Das ist unsere Rollenverteilung. Genau. Und ich würde sagen, Ramona wird am Anfang ein paar Sachen so zum allgemeinen Statement, also zum allgemeinen Standpunkt und was gerade im Augenblick los ist und wie es weitergeht, machen. Und dann werden wir ein bisschen versuchen, im Gespräch reinzukommen, wie es, also was euch interessiert hat, wo noch ein paar Punkte sind und wie es weitergeht. Soweit erstmal von mir. Genau. So, wie gesagt, im Live-Chat könnt ihr Fragen stellen. Ach, noch eine Sache. Man kann sich hier auch per Hand melden, damit man Redebeitrag halten will. Das werden wir jetzt erstmal nicht machen. Wir werden das im Gespräch machen. Wie gesagt, wenn ihr Anregungen oder Fragen habt, dann schickt gerne die per Chat. Wir können die dann euch entweder allen beantworten oder privat. Genau. So, ich würde sagen, wir sind jetzt bei den 150 Teilnehmern schon fast. 146, aber wir runden auf, würde ich sagen. Und dann können wir gerne mal beginnen. Ramona, vielleicht wirst du erst mal kurz ein bisschen einleiten. Ja, vielen Dank. Und ich glaube, dieses Format zeigt halt auch wieder, dass wir eine ganz schön digitale Partei sind. Mich fragen manche Kollegen, wie macht ihr das eigentlich? Und ne, Parteitreffen gibt es bei uns nicht mehr richtig. Wir machen sehr, sehr viel digital. Das finde ich sehr gut, dass wir als Grüne hier, glaube ich, ziemlich weit vorne sind. Ich versuche mal so einen kleinen Blick darauf zu geben. Ich bin zurzeit auch dabei, auch so eine Art, so ein bisschen Tagebuch zu schreiben. Es gibt Leute, die schreiben immer alles in Kladden mit. Ich mache das sonst nicht. Aber in dieser Zeit, wo ich das Gefühl habe, dass an einem Tag so viel passiert wie sonst in 3 Monaten, halte ich das auch ein bisschen mit. Ich will jetzt keinen langen Rückblick halten, aber manchmal gucke ich zurück und denke, boah, Ende Februar haben wir die ITB abgesagt. Da haben wir einen halben Tag diskutiert in diversen Telefonkonferenzen. Und wie lange ist dieser Tag eigentlich her? Ja, Ende Februar kommt einem vor wie eine Ewigkeit inzwischen. Die Marge, Großveranstaltung auf 1.000 Leute, vielleicht sollte man die absagen. Ne? Und wir sind heute an einem völlig anderen Stand hier in der Stadt, gerade seit ein paar Wochen, seit den sehr, sehr klaren Kontaktbeschränkungen, die wir hier beschlossen haben. Und die Stadt hat sich unglaublich verändert. Wir alle, die Art, wie wir ja, arbeiten, wie wir leben, wie wir miteinander umgehen, hat sich verändert. Nicht zuletzt eben, dass wir viel, viel stärker digital unterwegs sind. Und das macht auch was mit uns. Und wenn man sich so die Stadt anschaut, hat man das Gefühl, so ein bisschen dieser alte Morrissey-Song, Every Day is Like Sunday, weil es einfach so wahnsinnig leer ist, wenn man unterwegs ist. Und das ist auch nicht immer die Stadt, die man so kennt.
Aber ich bin froh, dass wir hier in Berlin wirklich eine hohe Solidarität haben, in der Stadt eine hohe Akzeptanz und dass die Menschen verstehen, warum wir das tun. Das sehen wir eben auch daran, immer in den regelmäßigen Berichten, wenn das heißt, ja, es war ein schön warmer Tag, die Leute waren unterwegs, aber keiner hat wirklich, ne, in Größenordnungen sich nicht an die Regeln gehalten, weil wir alle schon verstehen, warum wir das tun müssen, eben um das Gesundheitssystem nicht an die Grenzen der Überlastung zu bringen, dass Menschen nicht mehr behandelt werden können. Und das ist ja das oberste Ziel. Ich bin auch froh, dass wir in der Koalition, wo es ja im Normalbetrieb gelegentlich mal geruckelt hat, in dieser Krisenzeit wirklich gut zusammenarbeiten. Das bestätigt auch so ein bisschen den Spruch, in der Krise zeigt sich auch der Charakter. Man lernt viel in dieser Krise und auch das macht mich wirklich froh, dass wir in der Koalition echt gutes Miteinander haben. Wir sprechen täglich sowieso in Telefonkonferenzen, Michael, Klaus und ich telefonieren teilweise mehrmals täglich, heute Nachmittag auch wieder. Und es hat sich schon so ein gemeinsamer Spirit auch mit eingestellt und das ist wichtig auch in so einer Krise, dass man das Gefühl hat, man bewältigt die auch gemeinsam als Koalition. Es ist natürlich nichts, was Berlin spezifisch ist, es ist eine, ja, nicht nur deutsche, deutschlandweit europäisch, es ist eine globale Krise. Sowas hat es, glaube ich, vorher auch noch nie in dieser Dimension gegeben, dass nahezu alle Länder der Welt fast gleichzeitig oder vor wenigen Monaten davon betroffen sind, sowohl gesundheitlich wie auch mit den wirtschaftlichen Folgen. Und ich glaube, deswegen ist das Thema nochmal globale europäische Solidarität so wichtig. Dazu gibt es ja auch viele Vorschläge, will ich jetzt gar nicht so weit ausgreifen, aber ich glaube, Europa schafft das nur, wenn wir Italien und Spanien und auch Frankreich helfen, wenn wir eben europäische Solidarität hier auch leben. Und daran hapert es noch so ein bisschen, aber das lasse ich jetzt erstmal hier so stehen. Berlin selber, mal kurz durchzugehen, hat von den Infektionszahlen her oder von den anderen Zahlen her der Krankheit Gott sei Dank ganz gute Zahlen, wenn man das vergleicht. Bundesweit, Bayern hat ziemliche Probleme, Baden-Württemberg genauso. Das erklärt manchmal auch ein bisschen, warum die so agieren. Berlin hat wirklich eine sehr, sehr niedrigere Produktionsrate und Gott sei Dank auch eine sehr niedrige Mortalität bislang. Wir wissen eben nicht, wie es sich weiterentwickelt. Deswegen ist natürlich wieder Geduld und Disziplin hier auch angesagt. Das ist nicht ganz einfach nach diesen Wochen und wir sehen es eben auch an der Berliner Wirtschaft, die ja vor allem sehr, ja, sehr kleinteilig ist und die vor allem eine Wirtschaft ist, die sehr stark davon geprägt ist, dass wir hier viel Kultur- und Kreativwirtschaft haben, dass wir in anderen Bereichen als Großindustrie hier eben Beschäftigung auch haben, viele Selbstständige, viele Freiberufler. Also das, was die Stadt auch wirklich ausmacht in ihrer Attraktivität, dass die sehr, sehr hart und zwar vom ersten Tag an getroffen worden sind, weil das eben diejenigen sind, die keine großen Reserven haben. Ja, ein großer Konzern hat nochmal einen Puffer, auch ein Mittelständler hat einen Puffer, aber gerade diese Kleinen, die hier viel auf die Beine stellen in der Stadt, die sind als erstes getroffen worden. Und wir haben Gott sei Dank sehr früh gesagt, wir machen hier eine Nothilfe, bevor der Bund sich in Bewegung setzt, was ein bisschen gedauert hat, und haben hier sehr, sehr schnell mit zwei Hilfsprogrammen auch reagiert. Vor allem das große Hilfsprogramm ging ja auch durch alle Zeitungen, bis in den New York Times haben wir es geschafft, dass Berlin innerhalb von 3 Tagen, ja mit Geruckel am Anfang, aber innerhalb von 3 Tagen es geschafft hat, 150.000 Menschen finanziell zu unterstützen. Daran hängen rund 200.000 Arbeitsplätze zusätzlich. Also wir können schon sagen, dass wir da echt in der echten Kraftakt hinbekommen haben. Aber ich kann es nur wiederholen, das schafft Berlin nicht alleine. Wir brauchen den Bund dafür, weil das eine Dimension inzwischen hat, die kein Landeshaushalt und keine Stadt alleine schaffen kann. Der Bund macht ein bisschen was, hat sich in Bewegung gesetzt, aber das reicht, glaube ich, noch nicht richtig. Vor allem, wenn man sich anschaut, was auf der Ministerpräsidentenkonferenz Mittwoch zwar einen Ausblick gegeben worden ist. Vielleicht ist das auch das, glaube ich, was zurzeit am meisten auch bewegt, mich bewegt, uns bewegt und interessiert. Was ist eigentlich die Perspektive und wie kann es weitergehen? Wir haben alle auf Ostern als Datum geschaut. Jetzt hat Mittwoch die Ministerpräsidentenkonferenz mehr oder minder beschlossen, dass die Maßnahmen weitergeführt werden und kleine Lockerungen beim Einzelhandel gemacht werden. Damit ist aber auch klar, wenn das so weitergeht, dass der Bund hier auch nochmal in einer zweiten Phase der Unterstützung gerade für unsere Unternehmer hier in Berlin nochmal mit einsteigen muss. Und mir hat ein bisschen gefehlt bei der Ministerpräsidentenkonferenz die Perspektive. Ich verstehe, dass wir auf Sicht fahren müssen und dass wir natürlich im 2-Wochen-Takt uns immer die Infektionszahlen anschauen. Aber ich glaube, auf Dauer wird es nicht reichen zu sagen, wir machen ein bisschen mehr Einzelhandel. Uns bewegen ja auch so Fragen, wir haben sehr stark Grundrechte eingeschränkt mit diesen Verordnungen, das Versammlungsrecht beispielsweise, aber auch die Religionsfreiheit.
Das sind natürlich Abwägungen, die wir da getroffen haben, die nicht ganz einfach gewesen sind. Und ich glaube, gerade bei diesen sehr, sehr starken Grundrechtseinschränkungen müssen wir darüber sprechen, wie wir da eben uns vorsichtig, aber doch wieder mehr Liberalität zulassen. Heute ist von dem Berliner Verfassungsgericht eine Klage gegen diese Verordnung zwar abgewiesen worden, aber es ist nicht so, dass uns das nicht beschäftigt, eben was es dann an Einschränkungen auch gibt, vom Alltagsleben hin bis zu eben den Grundrechten, die mehr oder minder gerade auf Eis liegen. Versammlungsfreiheit ist ja eben eins der Themen so. Und das ist das, womit wir uns gerade beschäftigen. Wir werden nächsten Dienstag im Senat, und ich finde es gut, dass wir das erst Anfang der Woche machen, nachdem wir das wirklich gut auch geprüft haben, wollen wir uns anschauen, was jetzt bereits möglich wäre in dieser ersten Phase der Lockerung beim Einzelhandel, vielleicht auch bei Museen, Galerien, also da, wo man wirklich Platz auch halten kann untereinander, was vielleicht auch in den Bibliotheken in der ersten oder der zweiten Phase, was möglich ist, gerade wenn Kita und Schule wieder langsam anlaufen, glaube ich, müssen wir auch die Bildungsangebote mit da anpassen. Und gerade um das Thema Versammlungsfreiheit werden wir versuchen, etwas weiter und liberaler zu fassen, als es zurzeit der Fall ist. Weil ich finde, es sonst auch als Wirtschaftssenatorin hat es eine gewisse Schräglage, wenn man sagt, hey, wir können alle Schuhe kaufen gehen, aber man kann irgendwie nicht demonstrieren oder man kann nicht einen Gottesdienst besuchen, ganz gleich sozusagen, welcher Konfession der ist. Das hat eine Schräglage, die, glaube ich, auch schwierig zu argumentieren ist. Und das sind Sachen, die wir zurzeit diskutieren, auch im Senat wirklich mit einer hohen Solidarität miteinander. Aber das ist auch der Grund, warum nicht alles sofort geht, weil wir auch die Fragen hatten, wieso Mittwochabend war doch die Ministerpräsidentenkonferenz, warum habt ihr nicht Donnerstag schon alles beschlossen? Ich finde, da darf man auch mal eine Nacht drüber schlafen, ein paar Sachen prüfen und auch sprechen mit Religionsgemeinschaften beispielsweise, wie man da gemeinsam Lösungen finden könnte. Aber klar ist sozusagen, alles, was wir tun, machen wir in vorsichtigen kleinen Schritten, gucken uns die Auswirkungen an, weil eben die oberste Priorität der Gesundheitsschutz ist eben, dass wir nicht wieder in eine Infektionsspirale geraten, die eben dann doch die Krankenhäuser und das Gesundheitssystem überfordert. Insofern ganz vorsichtig und Schritt für Schritt gehen wir hier vor. Vielleicht soweit einfach als Einleitung. Wir kommen jetzt in die Diskussion über die einzelnen Themen. Ja, ich finde es im Augenblick extrem schwierig, muss ich von meiner Seite mal sagen, diese Abwägung zwischen Eingriff in die Freiheitsrechte und diesen Erfolg, den man jetzt kurz hat, der ja auch medial sehr gefeiert wird, also nicht aufs Spiel zu setzen. Ne? Man ist in vielen Punkten ja auch gar nicht so virologisch drin oder lernt im Augenblick wahnsinnig viel zu Themen, wo man vorher nichts wusste, zumindest geht es mir so. Kann das oft sehr schwer abschätzen. Wie macht ihr das so im Senat? Habt ihr dann immer regelmäßig auch Experten da, mit denen ihr bespricht? Oder wie holt man sich das ein? Also wie muss ich mir das ungefähr vorstellen? Das würde mich immer, also vielleicht auch einige draußen hat sich das immer auch wieder interessiert, weil man ja trotzdem so ein bisschen wie vom Berg steht. Und also mich treibt das im Augenblick zum Beispiel auch gerade die Sorge um, dass man, also ich möchte so früh wie möglich lockern, aber wann ist zu früh? So. Genau dieser Spagat irgendwie. Ja, ich glaube, das beschäftigt uns alle und das ist so vermutlich bei uns allen so. Es gibt immer Ausschläge in die eine oder andere Richtung. Na, man ist nie ganz hundertprozentig sicher, dass das jetzt so sicher und richtig ist, was man tut. Es gibt immer Abwägungen, auch innerlich und auch mit anderen. Es ist so, dass wir im Senat regelmäßig natürlich berichtet die Gesundheitssenatorin über die aktuellen nicht nur Infektionszahlen und Kapazitäten, sondern tatsächlich auch über die neuesten Entwicklungen, was das RKI sagt, was die Weltgesundheitsorganisation sagt, weil sich die Dinge ja auch im Laufe der Zeit verändert haben. Am Anfang hieß es noch, wir müssen die Infektionszahlen drücken, dieses Flatten the Curve war damals ja der Hashtag, der rumging sozusagen, ne, war sehr bildhaft, dass wir aus dem Peak eben einen Schlauch machen müssen. Jetzt inzwischen konzentriert man sich eher darauf, dass die Reproduktionsrate, also eine Person steckt wie viele Personen im Schnitt an, dass die Reproduktionsrate bei 1 oder unter 1 bleibt. Und die Kanzlerin hat das ja sehr bildhaft erklärt, was passiert, wenn die bei 1,1 oder 1,2 ist, dass dann tatsächlich im Juni oder September das Gesundheitssystem droht, an die Überlastung zu kommen. Wir sehen also, dass ganz winzige Faktoren einen hohen Einfluss tatsächlich haben. Also wir lernen ja alle im Laufe dieser Debatte, dass wir den Blick auf unterschiedliche Faktoren auch richten müssen. Wir lernen alle dazu und wir haben eben auch regelmäßig Gespräche mit Experten im Senat, sowohl mit Virologen, mit Ärzten,
Also nicht alleine Herr Drosten, der in Berlin ja auch ist, sondern tatsächlich eben mit der Charité, mit der Chefin von Vivantes. Wir hatten aber eben auch Gespräche mit Frau Almendinger. Jutta Almendinger ist ja Soziologin und am WZB und Marcel Fratscher vom DIW, vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, war da, um uns eben die verschiedenen Aspekte dieser, ja auch der Auswirkungen dessen, was wir tun, auch zu diskutieren mit verschiedenen eben auch Fachrichtungen. Und wir überlegen auch, ob wir jetzt auch einen ähnlichen Weg gehen wie andere Bundesländer bei der Öffnung und bei den nächsten Schritten, die jetzt anstehen, uns auch von einer Expertengruppe, einem Expertenrat auch beraten zu lassen, weil ich glaube, dass das wirklich wichtig ist, versuchen, die unglaublich vielen Facetten der Auswirkungen dessen, was wir tun, auch mit anderen zu spiegeln und zu diskutieren. Ja, und zusätzlich dazu mache ich das, was, glaube ich, alle machen, lesen, lesen, lesen. Ja, das ist so, darüber findet ja auch viel statt, was man eben dazu lernt. Ja, Zeitungen, Zeitschriften, Bücher. Ich lese vermutlich wie so viele andere das Buch über die spanische Grippe gerade, habe es gerade angefangen. Überraschungserfolg in diesen Tagen. Aber das hilft einfach, um die gesellschaftlichen Fragen auch nochmal besser in den Blick zu bekommen, die sich damit verbinden. Ja, ich finde es auch, wenn es um Lockerungen oder Ähnliches geht, auch wenn man das macht, immer wieder total schwer in dieser Abwägungsfrage. Was macht man jetzt? Weil richtig fair kann man alles am Ende gar nicht tun. Also das ist so meine. Also je länger ich mich damit beschäftige, es gibt für alles immer gute Gründe und schlechte, aber am Ende braucht man ja eine Situation, naja, aber am Ende braucht man eine Situation, dass wir nur schrittweise wieder öffnen können, weil man nicht alles auf einmal hochfahren kann, weil man dann sofort die Straßen wieder voll hat, die Parks voll hat oder auch die Kneipen und auch alle Schulen auf einmal, würde sofort bei der BVG wieder Probleme geben. Habt ihr da bestimmte, macht ihr da nochmal Kriterien rein oder was leitet da so ein bisschen? Ja, also die oberste Maxime ist bei den Schritten, die wir gehen, dass es möglich ist, die Abstandsregeln einzuhalten. Das heißt sozusagen, die Kinos haben eher erstmal Pech gehabt, weil wir zumindest, was wir heute wissen, ist wichtig ist, dass man Abstand hält, dass man nicht zu lange Zeit in einem geschlossenen Raum miteinander verbringt. Also ne, einkaufen im Supermarkt geht, aber eben im Kino, auch wenn man mit Abstand 2 Stunden in einem Raum sitzt, das scheint eher nicht so gut zu sein. Alles sozusagen Stand heute, es ändert sich ja auch zwischendrin, aber wir versuchen eben da Dinge zu ermöglichen, wo die Abstandsregeln einzuhalten sind, wo die Hygieneregeln einzuhalten sind. Ich habe damit bekommen, dass die Supermärkte Desinfektionsmittel bereits bereitstellen und. Und es gibt eben diese dringende Empfehlung der Kanzlerin der Ministerpräsidentenkonferenz eben zum Tragen von textiler Mundschutz, wenn man unterwegs ist, eben auch um andere zu schützen. Also gerade in der BVG oder da, wo es enger werden könnte, das zu tun. Wir diskutieren gerade sehr intensiv, zusammen auch mit der KMK, wie man das in Kitas und Schulen lösen kann, weil wir eben wissen, Grundschulklassen, Schulklassen haben eher 24 bis 26 Kinder in einem Raum und da ist die Abstandsregel nicht so richtig einzuhalten. Und auch die Räumlichkeiten dafür sind nicht da. Also wie kann man da rollierende Schichtsysteme machen, wo die Lehrer, wo aber auch die Eltern mitmachen. Da gibt es viele Ideen. Ich glaube, so richtig auf ein Modell hat man sich noch nicht geeinigt, weil alle Modelle ihre Schwächen haben. Man sagt, man rolliert wochenweise und teilt die Klasse auf, die eine Hälfte in der einen Woche, die andere Hälfte in der anderen Woche. Erklär das mal Eltern. In der einen Woche musst du Betreuung organisieren, in der anderen Woche ist dein Kind in der Schule. Vormittags, nachmittags ist mit der Lehrerschaft etwas schwierig. So, also das sind, wenn man eben versucht, so als obere Maßgabe drüber zu ziehen, wir müssen gucken, dass wir die Abstandsregeln einhalten bei dem, was wir tun und wo wir uns begegnen und nach Möglichkeit trotzdem die Begegnungen so gering halten, wie es eben nur geht. Dann ne, ist es, müssen wir schauen, dass wir das umgesetzt bekommen bei dem, was wir tun. Gilt für den Einzelhandel genauso. Im Übrigen so, und das sind die Maximen, an denen wir uns dann auch versuchen zu orientieren. Jetzt würde ich ganz gerne mal ein bisschen zur Wirtschaft kommen. Wir haben auch sehr viele Fragen dazu bekommen. Wir haben, oder du hast es ja auch zu großen Teilen geschafft, mal zu zeigen, dass die Berliner Verwaltung auch was kann. Und zwar, das hat ja sehr schnell geklappt mit den Auszahlungen, zumindest mit der ersten Runde. Was ich immer so mitbekommen habe, vor allem über dich dann wieder, war ja, dass wie viele Anträge auf einmal kamen und wie schnell man das bearbeiten musste. Es hat mich persönlich auch sehr gefreut, dass man das darstellen konnte, weil sonst ist das Lied ja über Berlin und die Berliner Verwaltung immer nicht das Beste. Ich glaube, die Zeit können wir uns zumindest mal merken, dass wir das auch sehr gut hingekriegt haben. Aber die Leute haben schon nochmal so die Frage, wie sieht es jetzt bei den Solo-Selbstständigen weiter mit der Hilfe aus?
Wir hatten auch noch mal so ein bisschen die Frage, wie das war seitens des Landes, warum der Stopp da beim zweiten, vierten Mal war und was da genau passiert ist. Vielleicht würdest du dazu noch mal ein bisschen was sagen. Und gerade, also einige Fragen kamen auch noch mal Richtung Tourismus, dass sich da sehr viele Sorgen gemacht haben, dass das ja jetzt schon so aussieht, als ob Tourismus eines der Sachen ist, die am schwersten oder am spätesten wieder losgehen sollten und Berlin ja schon eine Stadt ist, die sehr viel Tourismus jetzt auch hat und wo die Wirtschaft auch sehr davon abhängt. Ich weiß nicht, ob du da noch ein bisschen kurz mal eingehen willst. Ja, vielleicht fange ich mit Letzterem an, weil mich das heute Morgen schon beschäftigt hat. Wir haben auch regelmäßig eine Runde mit den Vertretern der Wirtschaft, wo wir eben über die neuesten Entwicklungen sprechen und wie wir nachsteuern können und was wir tun können. Und die waren schon ziemlich, ließen ziemlich die Ohren hängen heute, weil eben Mittwoch die sehr klare Ansage, wie ich auch fand, von der Bundesebene kam, dass Tourismus und alles, was damit zusammenhängt, eher im Sommer, vielleicht im Herbst, wenn überhaupt, ja, wieder geöffnet wird. Das gleiche gelte für die Gastronomie. Das ist auch kolportiert worden. Und natürlich sagen die zu Recht, wenn das so ist, dass wir eine Branche sind, die immer weiter nach hinten geschoben wird, dann muss man sich dafür nochmal was überlegen. Und das teile ich. Weil, ne, dann, es gibt jetzt eben diejenigen, die schon öffnen können beim Einzelhandel. Es wird in anderen Branchen nochmal die Möglichkeit geben, eben wirtschaftliches Leben zuzulassen. Bislang sind ja Industrie und Handwerk nicht so stark davon betroffen. Die können also sozusagen weiterarbeiten. Aber gerade so diese singuläre Branche, alles, was rund um Tourismus und Veranstaltungen stattfindet, das ist ja ein Riesenbereich hier in Berlin, der trägt unglaublich zu unserer Wirtschaftsleistung bei. Und ich meine, das ist, wir sind eine Stadt, die wirtschaftlich davon lebt, dass man sich hier begegnet, dass man nach Berlin kommt, dass man hier auf Veranstaltungen geht, auf Kongresse geht, dass man abends nochmal ausgeht. Unsere Stadt lebt ja davon. Das macht den Spirit aus und das macht aber eben auch den wirtschaftlichen Erfolg aus. Und die trifft das jetzt ganz hart und da werden wir auch was tun müssen, weil das auch einfach eine Branche ist, die nicht nur wirtschaftlich trägt, sondern einfach in den letzten Jahren so wahnsinnig viel auch hier hinbekommen hat. Ich selber bin ja so ein bisschen Foodie, mir fehlt gerade das Essen gehen total. Und wir haben, glaube ich, kurz bevor sozusagen wir alles runtergefahren haben, so und so viele Sterne, Michelin-Sterne für Berlin gefeiert, Restaurants den zweiten Stern bekommen haben und, und. Und das alles droht jetzt eben auch wirklich zu verschwinden, wenn jetzt bis Sommer oder Herbst das weiter anhalten sollte, dass Restaurants nicht aufmachen können, dass eben quasi kein Tourismus stattfindet. Und da muss der Bund auch mit ran. Ich habe heute den Wirtschaftsminister nochmal geschrieben, werde Montag noch mit dem Wirtschaftsministerium telefonieren, dass die eben diese Branche nicht alleine lassen. Und das ist wichtig für unsere Stadt, auch wirklich für das gemeinsame, für das Lebensgefühl hier. Wir hatten auch mal eine Zeit lang Diskussionen, dass Tourismus ein bisschen viel hier in der Stadt ist, aber jetzt merken wir doch, wo die Menschen ausbleiben, dass es uns irgendwie auch fehlt. Ne? Nur unter uns zu sein, ist zwar auch schön, aber Besuch aus aller Welt ist ja auch eigentlich ganz nett. Da muss ja nicht immer schwarz-weiß sein, es geht ja was dazwischen. dann zurück sozusagen zu den Soforthilfen. Vor allem zu diesem großen Programm, was wir aufgelegt haben. Stand heute sind es inzwischen über 200.000 Anträge, die abgearbeitet worden sind. Und wir sind bei einem Volumen von knapp 2 Milliarden, was wir ausgezahlt haben. Wir sind da so ein bisschen Opfer des eigenen Erfolgs geworden, um es mal vielleicht so zu formulieren, weil wir gesagt haben, wir müssen jetzt was tun, weil wir nicht wussten, ob der Bund mit etwas kommt. Und weil Berlin eben so viele Freiberufler, so viele Kleinstunternehmen hat. Ich glaube, 80% unserer Unternehmen sind kleiner als 10 Mitarbeiter. Wir haben unglaublich viele Selbstständige, auch Solo-Selbstständige und haben gesagt, wir müssen hier was tun und gehen in Vorleistung und hoffen, dass der Bund dann, wenn er sozusagen mit seinem Programm kommt, uns dann sozusagen weiterhelfen kann. Auch da wieder gemäß dem Grundsatz, Berlin kann das nicht alles alleine stemmen, der Bund muss da mitmachen. Also haben wir eben dieses Programm begonnen mit der IBB und die IBB hat das wirklich gut auch vorbereitet mit diesem Online-Antrag, der am ersten Tag ein bisschen geruckelt hat. Da hatte ich echt eine schlaflose Nacht und habe morgens, glaube ich, in meinem Leben zum ersten Mal um 7 mit Herrn Allerkamp, das ist der Chef der IBB, telefoniert und er sagte, ich bin schon in der Bank. Unsere Programmierer haben die Nacht durchgearbeitet, das müsste jetzt funktionieren. Und dann funktionierte es tatsächlich, dann ging Schlag auf Schlag, 3, 4 Tage so, dass eben die Überweisungen in so schneller Taktfolge erfolgt sind, dass die Sparkasse kurzzeitig dachte, sie hat einen Hackerangriff, weil auf einen Schlag so viel Geld auf Konten geflossen ist, weil eben die Bundesbank zu dem Zeitpunkt alles überwiesen hat. Und das lief dann wirklich gut. Und dann kam das Bundesprogramm, was etwas andere Bedingungen als das Berliner Programm hatte.
Und wir mussten dann diese Umstellung auf das Bundesprogramm eben machen, um die Bundesmittel zu nutzen. Wir hätten sie sonst nicht nutzen können. Und das sind ja jetzt immerhin auch ja, 1,7 Milliarden Bundesmittel, die wir hier in Berlin eingesetzt haben. Darauf konnten und wollten wir nicht verzichten. Und gleichzeitig kam aber vom Bund eben auch für Solo-Selbstständige die Erleichterung in der Grundsicherung, dass man Vermögensprüfung ja abgeschafft hat, die Veränderung gemacht hat, dass tatsächliche Wohnkosten auch übernommen werden in der Grundsicherung, was bislang ja definitiv nicht der Fall gewesen ist. Und wir gesagt haben, es ist zwar nicht so schön, Grundsicherung beantragen zu müssen, aber es ist auch ein möglicher Weg für Solo-Selbstständige, denen die Einkünfte halt fehlen. Und heute hat Herr Becking von der Bundesagentur für Arbeit berichtet, dass sie jetzt eben auch sehen, dass in der Grundsicherung Solo-Selbstständige jetzt stärker auch diese beantragen. Und da hat der Bund zumindest einen Weg auch für Solo-Selbstständige eröffnet. Deswegen mussten wir eben diese Umstellung machen. Unser Programm hat etwas andere Spezifikationen als das Bundesprogramm. Aber nichtsdestotrotz, auch hier wieder Richtung Altmaier, alle Wirtschaftsminister der Länder haben gemeinsam nochmal appelliert, dass das Programm für Solo-Selbstständige geöffnet wird des Bundes. Also das kann sein, dass da noch was kommt. Ein bisschen schläft das Wirtschaftsministerium zurzeit, ist mein Eindruck. Ich höre aus anderen Bereichen, dass da ganz viele Telefonkonferenzen von Kultusministern, auch Kulturministern, Klaus, das stattfindet. Nur bei uns ruht still der See. Ich habe Altmaier seit Wochen nicht mehr gesehen oder gehört, was irgendwie auch nicht so gut ist in dieser Krise, wo man natürlich jetzt sehr, sehr zügig auch handeln muss. Dann hoffe ich jetzt die Frage von René, die ich jetzt schon mit einfließen habe lassen, gut beantwortet. Was mich auch noch, also ich hatte öfters so die Punkte auch noch da, die sich dann gesagt haben, wenn das jetzt alles so schnell geht, dann und das nicht kontrolliert wird oder nur schwierig kontrolliert oder nur schnell kontrolliert wird, gibt es ja auch viele, die da betrügen und ähnliches. Ich habe immer sehr dafür geworben, dass es wichtig ist, dass man schnell den Leuten hilft. Und ich fand das auch richtig und ich bin glücklich, dass wir das so getan haben. Es gab aber jetzt doch einige Anfragen, wie das so in, ob, was in Zukunft geplant ist oder wie man damit umgehen will, bei den Prüfen der Maßnahmen auch im Nachhinein nochmal überlegt wird, dass man hinterher nochmal prüft, wie man, ob die richtigen Leute das Geld bekommen haben oder wenn jetzt jemand sagt, es läuft nicht und am Ende stellt sich raus, es ist jetzt doch super gelaufen bei ihm, aus welchen Gründen auch immer. Gibt es da Pläne schon oder? Ja, es ist so ein bisschen auch hier, nie kann man so richtig recht machen. Wir haben gesagt, wir machen eine unbürokratische Hilfe und es war klar, dass wir uns ein Stück weit eben auch darauf verlassen müssen, dass die Leute auch ihre Angaben richtig machen. Ich sage mal gleich dazu, wie wir aber trotzdem prüfen. Weil die Methode, wir lassen erstmal einen Antrag einschicken, dann fragen wir nach allen möglichen Unterlagen, die Leute nochmal zuschicken. Ihr könnt euch vorstellen, welche Verläufe das dann hat, vor allem bei ungefähr 200.000 Anträgen. Da wären die vermutlich im nächsten Jahr noch dabei, diese Anträge zu prüfen, geschweige denn, dass irgendwie eine Auszahlung stattgefunden hätte. Sodass wir gesagt haben, wir wählen einen unbürokratischen Weg, um eben schnell zu helfen. Was wir aber tun, ist eben über die Finanzämter die Prüfung dann auch zu machen. Die prüfen bekanntermaßen ziemlich gründlich. Man muss ja die Steuer-ID eben eingeben. Und es sind auch schon einige Betrugsfälle, ja, einige richtige Betrugsfälle aufgeflogen. Das LKA ist da auch sehr gut unterwegs, hat mir die IBB heute nochmal berichtet. Ich will aber auch nochmal sagen, weil ein paar Dinge in manchen Zeitungen standen, die als Betrug bezeichnet wurden, die, was wohl nicht ganz stimmt. Da waren Fälle aufgeführt von Menschen, deren Ehepartner oder Lebenspartner gut verdient, die selber Freiberufler sind und die Mittel beantragt haben, obwohl ihr Ehepartner gut verdient. Wir haben ziemlich klar gesagt, dass wir hier als rot-rot-grüne Regierung nicht in dieser Logik reingehen wollen, einer Bedarfsgemeinschaft nach dem Motto, ja, du bist Dolmetscherin, das ist schön für dich, aber dein Mann verdient doch genug Geld. Ne? Vielen herzlichen Dank, liebe Frau Dolmetscherin, es gibt kein Geld vom Land Berlin. So, das ist, wir wollten eben diese Logik nicht haben und deswegen ist sozusagen das, was da teilweise skandalisiert worden ist, dass da eben zu Unrecht Leuten was ausgezahlt worden ist, trifft in diesem Fall definitiv nicht zu. Es gab noch andere Fälle, wo jemand versucht hat, offensichtlich als der hauptberuflich eigentlich was anderes gemacht hat und nebenberuflich nochmal was betrieben hat, darüber Geld zu ergattern. Aber dieses Schlupfloch haben wir ziemlich zügig dicht gemacht nach ein paar Stunden, weil es uns aufgefallen ist. Also wir waren ein lernendes System in dieser Zeit und nochmal die Nachprüfung finden statt über die Finanzämter. Die werden jetzt auch demnächst die ersten Abgleiche schicken. Da kommt jetzt was auf die Leute zu.
Und der eine oder andere hat auch schon gemerkt, dass er vielleicht da doch falsche Angaben gemacht hat oder es nicht ernst genommen hat, als er angekreuzt hat, ja, ich bin in Not, ich bin wegen Corona in Not und existenziellen Bedarf an dieser Stelle, dass das schon so ist, dass es nachgeprüft wird. Es gibt auch einige Tausende, die das Geld zurückgezahlt haben, ist mir heute berichtet worden, was auch richtig ist, weil eben es andere gibt, die das dringend nötiger hätten, als diejenigen, die es versucht haben, eben auf diese Art, ne, Glücksrittertum zu ergattern. So, es wird jetzt also in den nächsten Wochen dann zu einer Prüfung, zu einer ersten Prüfung kommen über die Finanzämter, das ist auch gut so. Ui. Scheint die Leute gut zu interessieren. Sie hauen nicht ab, sie werden mehr. Wir sind schon bei über 160 Leuten. Das finde ich ganz gut. Also auch herzlich willkommen an alle. Ich würde jetzt mal kurz, so nach einer halben Stunde, noch mal kurz die Chance nutzen, weil Renate Künast ist auch mit hier drin, dass sie vielleicht noch mal einen kurzen Update aus der Bundesebene und von der Bundestagsfraktion vielleicht macht, wenn Renate uns jetzt hört. Hört ihr mich? Ja, wir ja. Hören dich. Ah, wunderbar. Okay, mache ich mal. Also, erstmal will ich mal sagen, auch in der Bundestagsfraktion, wo ja immer gerne kritisch auf Berlin geguckt wird, was da angeblich nicht funktioniere, ist es ja mit aller Hochachtung wahrgenommen worden, wie Ramona es mit der IBB geschafft hat, so schnell, ich sage mal, auf Sendung und in Auszahlung zu sein. Und insgesamt finde ich auch, dass da ein guter Job funktioniert. Und man kann, Ramona hat das ja beschrieben vorhin mit der Frage, wie geht es weiter und wie wenig dazu wir dazu wissen. Da ist es natürlich wichtig, dass man sich darauf verlassen kann, dass die grundlegenden Dinge funktionieren. Und dass ich finde es auch gut, dass ihr jetzt sagt, wir entscheiden das am Dienstag. Nicht nur, dass jetzt die paar Tage auch immer zählen. Man sieht ja immer nur alle 5 Tage, wer sich gestern infiziert hat sozusagen. Und wenn man das vergleicht mit Laschet, NRW und der Öffnung der IKEA-Häuser, muss man wirklich sagen, man muss sich ja und sollte sich nicht in dem Kontext der Lächerlichkeit preisgeben. Und das finde ich dann schon mal gut. Da ist jetzt Berlin vielleicht der ruhende Pol, zumal Berlin sich gerade nicht um den Vorsitz bei der CDU bewirbt. Das scheint ja auch entspannend zu wirken, ja? Dass da nicht zu viel Heckmeck passiert. Zu 2, 3 Sachen, die Ramona ja auch angetippt hat. Einmal zu der Frage Bund und Finanzierung. Wir sind da auch ständig learning by doing. Es gibt viele Telefonkonferenzen, auch mit Ministerien, die sind aber alle unterschiedlicher Güte. Also ich würde auch sagen, fürs BMW gibt es zwar mindestens wöchentliche Telefonkonferenzen, auch mit Abgeordneten, aber es kommt trotzdem nichts raus. Also es ist ja so, dass man jetzt an der Stelle fast noch erkennt, was bei CDU Wirtschaftspolitik ist, nämlich die Privilegien der Wirtschaft halten. Und hier geht es dann einfach nicht darum, was man ja längst und viel früher hätte machen können, auch in Vorbereitung und vor Monaten schon, vom Wirtschaftsministerium aus Kontakte mit Unternehmen, die nähen können oder Desinfektionsmittel herstellen können, zu organisieren und darüber dafür Sorge zu tragen, dass es tatsächlich das entsprechende Material gibt. Und deshalb da haben die im wahrsten Sinne des Wortes komplett versagt, außer dass sie jetzt schon noch nur bereit sind, eben Geld auszugeben, aber die Gelder mit den falschen Kriterien teilweise. Ramona hat es angetippt, die Solo-Selbstständigen, ja. Also wer nicht Betriebskosten hat, aber keinerlei Einkommen mehr. Also wo wurden die eigentlich hingenommen? Der ganze Gastronomiebereich und ein Großteil der Kultur, die ja keine Einnahmen hat, weil sie keine Auftritte hat. Da wird man eine Mischung machen mit, wir diskutieren das auch in der Fraktion, auch ein bisschen, auch mit externen, ein bisschen darüber, nicht nur, wie man die finanziell absichert, sondern welche Vorführformen man überhaupt noch entwickeln kann. Also es ist ja auch denkbar, dass man, also zumindest zum Sommer hin, viel mehr in Sachen Freiluft veranstaltet oder so und dann aber mit entsprechender, also dann ist vielleicht das Parkkonzert eine Möglichkeit oder ähnliches. Werden wir aber drüber nachdenken müssen, genauso beim Thema Kirche, wo das größte Problem eben ist, ich meine, so viele sind ja da angeblich gar nicht, zumindest in manchen Situationen, aber das größte Problem eben, das ist halt die Luft. Bitte, wir sagen nichts. Ja. Die Luft steht und die Leute sitzen und du atmest halt stundenlang. Und wenn du noch singst, stößt du sozusagen, produzierst du noch mehr Tröpfcheninfektionen. Das ist natürlich ein Problem. Insofern finde ich auch richtig, die Debatte haben wir immer in der Abwägung mit den Grundrechten. Aber was ich bei der Grundrechtsdebatte mal sagen muss, was kurios ist, dass viele, die die Grundrechtsdebatte führen, vollkommen vergessen, die körperliche Unversehrtheit auch als Grundrecht zu denken.
Also wir haben ja die verschiedensten Interessenlagen. Und was für uns ein ganz wichtiger Punkt ist, das, was am Anfang da war, die Debatte, müssen nicht die Älteren zu Hause bleiben, damit die Jüngeren Freiheit haben. Hat mich am Anfang gestört, weil ich dachte, also auf der einen Seite will man die Weisheit der Älteren, wo sind die Älteren, da wo Ältere zuverdienen müssen, weil sie meinetwegen niedrige Renten haben oder was immer. Du kannst ja nicht alle ab 60 Jahre sagen, ihr bleibt jetzt bis Ostern 21 zu Hause. Funktioniert auch nicht in den Wohnungen und hat bisher die Zahl negiert. Wir haben ja, ich mache unter 1 Million über 60-Jährige, ja, aber wir haben 10 Millionen Diabetiker. Das sind die sogenannten vulnerablen Gruppen. Es versteckt sich hinter dem Wort. 10 Millionen Diabetiker und dann noch mal fast genauso viel, wie nennt man das, Prädiabetiker, die sehr hohe Werte haben. Wenn man in diesen Zahlenkategorien denkt, Immunerkrankung und so weiter, weiß man, dass dieses die abzuschließenden System gar nicht funktionieren kann. Deshalb bin ich froh, und da ist die Fraktion in aller großer Mehrheit auch drauf, dass das nicht das System ist, sondern wir geschlossen gemeinsam losgehen müssen. Ist der eine große Punkt also weiter, wie machen wir eine zweite Runde der Finanzierung? Wie gehen wir jetzt mit der Ebene der Grundrechte um? Ich bin froh, dass es einzelne Verfassungsgerichtsentscheidungen gibt, jetzt erstmal auf Landesebene, die gesagt haben, absolutes Versammlungsverbot geht gar nicht, halte ich auch für verrückt, ja, weil es kann ja nicht sein, dass du das, was du auf der Wiese tun dürftest, nämlich mit einem Picknickkorb zu zweit distanziert auf der Wiese sitzen, du aber nicht auf der gleichen Wiese im gleichen Abstand zu zweit mit einem Plakat sitzen dürftest. Also es wird sicherlich nicht die Demo geben, aber es muss andere Formen geben, die auch wie bei der nötigen Distanzierung sozusagen entsprechend funktionieren. Worauf richten wir uns im Augenblick aus? Bei all diesen Geschichten immer an diesem Kriterium, wie kriegen wir Abstand halten hin und wie kriegen wir immer ein Stück Lockerung hin, aber auch bei, sagen wir, Beachtung der Tatsache, dass wir dann gucken müssen, was ist in 5 Tagen? Also wir müssen ja gucken, wo entwickeln sich neue Herde. Meine These ist, IKEA könnte der neue Herd werden oder so wie die in NRW da vorgehen. Der allergrößte Punkt wird aber überall sein, dass wir überhaupt noch nicht flächendeckend für alle Krankenhäuser, für alle Pflegeeinrichtungen bis hin zur ambulanten Pflege die Ausstattung haben, das Material, das normalerweise also nur wenige Stunden oder für einzelne Kontakte benutzt wird, wird jetzt teilweise den ganzen Tag benutzt. Also wird das immer noch der Punkt sein. Wir haben als Fraktion ja so ein Pandemiewirtschaftspapier gemacht. Das beschäftigt sich mit der Frage, wie wir eigentlich gerade jetzt eine Basisversorgung machen. Und ich glaube, dass für uns in der zeitlichen Perspektive die Frage immer sein wird, wie sorgen wir eigentlich aus dieser Krise lernend dafür, dass wir in Zukunft bei existenziellen Fragen nicht abhängig sind von einzelnen Ländern. Und das sollten wir weder bei der Kleidung noch bei Desinfektionsmitteln noch bei den Medikamenten noch bei der Ernährung so sein, dass wir uns ein Land auf der Welt suchen, das im globalen Wanderzyklus der Produktion sozusagen die Hauptproduktion macht, von dem dann alle abhängig sind und man sich glaubt, sondern du musst Dinge vorrätig halten, weil die nächste Pandemie könnte auch kommen. Der andere große wirtschaftliche Punkt ist der Green Deal. Und da sind wir alle gerade dran. Und ich glaube, das ist auch der Punkt gemeinsam mit der EP-Fraktion, dass wir die großen Gelder, die national, aber europäisch ausgegeben werden, ausrichten. Jetzt aufpassen, dass wir nicht das gesamte Geld raushauen, das für Wiederaufbau und Aufbau und was Neues entwickeln und anschieben da ist. Es muss kriteriengeleitet sein. Ja? Und das heißt dann kriteriengeleitet auf Zukunftstechnologien und Ähnliches ausgerichtet sein. Und da liegt, glaube ich, für uns als Berliner auch noch ein Punkt drin, dass alles, was wir als Grüne für sozusagen die klimagerechte und so die Stadt machen, eigentlich in dem Schub weiter ausgebaut, eingefordert werden muss, auch vom Bund als Unterstützung. Und da könnte der große Aufbau leben. Letzte große Frage, an der wir selber arbeiten, ist die soziale Frage. Ich glaube, dass das die sozialpolitischen Fragen in allen Facetten, was heißt das eigentlich, wenn Leute keinen Zuverdienst haben können? Was heißt das eigentlich sozial, wenn Leute so lange alleine in der Wohnung sind oder mit Kindern in der Wohnung, dass wir in diesem Bereich ganz viel noch machen müssen? Und Ramona hat es ja auch angesprochen, da muss der Punkt bundesweit sein, dass wir Konzepte entwickeln, wie zumindest stundenweise die unterwegs sein können. Ich halte auch nichts davon, Vormittag, Nachmittag oder so, aber es muss eine verlässliche Zeit geben, wo man sagt, da sind die Kinder da. Logischerweise fängt man mit den Abitursklassen an und die brauchen mehr Raum wegen der Distanz, also könnte ich alle zeitgleich anfangen, aber das ist ein
glaube ich, ein Punkt. Und der letzte Punkt im sozialen Bereich ist, für den wir jetzt schon Druck machen sollten, weiter, also auch von Land auf Bundesebene und so, dass wir diese systemrelevanten Berufe, das wird auch unser ein zentraler Punkt von uns sein, dass die sogenannten systemrelevanten Berufe, also alles, was sich in Pflege, Medizin, Arzt bis hin zu Notarzt, Polizei, Feuerwehr und so weiter bewegt, dass wir die in Zukunft wirklich besser bezahlen. Das darf nicht untergehen. Da ist immer meine Sorge, dass man dann sagt, jetzt haben wir schon so viel Geld ausgegeben, jetzt können wir uns das Tarif nicht mal leisten. Muss aber sein, heißt aber auch, dass manches dann teurer wird. Danke, Renate. Auch erstmal für den Einbruch, Einspruch oder ein Input. Gottes Willen. Schwierig, so zu Hause alles zu moderieren. Aber du hast mit den Finanzen auch schon einen Punkt noch angesprochen, auch Richtung Berlin, der auch von vielen Leuten nochmal angesprochen wurde hier im Vorfeld bei uns und den ich auch nochmal an Ramona weitergeben will. Kannst du nochmal so ein bisschen darstellen, wie viel Geld der Senat im Augenblick vielleicht schon ausgegeben hat? Und viele haben auch nochmal so nach Einnahmen, Einbrüchen, die sie die befürchtet werden. Also es ist jetzt im Augenblick auch wenig wirtschaftliches Treiben da. Das heißt, da ist auch wenig Steuereinnahmen, Kurzarbeit an vielen Ecken und Enden mit dabei, aber auch, ob schon Überlegungen für Berlin gibt, wie es jetzt weitergeht, was das heißt. Also es werden jetzt Milliardenbeträge auf einmal in die Hand genommen und das fällt ja auch nicht nur vom Himmel. Ja, also von den Ausgaben her ist es so, dass wir jetzt einen sehr schnellen Nachtragshaushalt gemacht haben. Letzte oder vorletzte Woche, es kommt mir schon so lange her, wisst, was ich meine, was, glaube ich, rund 3 Milliarden mehr Ausgaben beinhaltet hat. Der Berliner Landeshaushalt hat ein Volumen von ungefähr 27, 28 Milliarden, glaube ich. So die Größenordnung, also sozusagen, wir haben schon in der erklecklichen Größenordnung da Geld reingegeben. Und es ist ja nicht nur die Soforthilfen für Wirtschaft und Kultur, die wir jetzt auch gemacht haben, sondern tatsächlich eben auch natürlich die Ausgaben im Gesundheitsbereich für die Beschaffung von Schutzkleidung, für Gesundheit, aber auch für Polizei und Feuerwehr. Das ist der Aufbau dieses Behandlungszentrums einer Messe, was ja auch finanziert werden muss. Also sozusagen die gesamten bisher anfallenden Kosten für Gesundheit, aber eben auch wirtschaftliche Stabilisierung. Wir haben im Bereich, muss man mal zu ergänzen, Soziales zum Beispiel aber beschlossen, dass wir da bei Trägern, die Leistungen für uns, also für die Berliner und Berlinerinnen vor allem erbringen, Schuldenberatung machen, Gesundheitsberatung machen etc., dass wir da eben weiter finanzieren, weil die ja natürlich auch jetzt auch virtuelle bzw. digitale Möglichkeiten der Beratung etc. umsetzen. Wir haben explizit gesagt, wir wollen unsere sozialen Träger hier in der Stadt auch stützen. Wir wollen nicht, dass die uns wegbrechen. Das heißt sozusagen, diese Gelder fließen größtenteils weiter. Und das ist, finde ich, auch wichtig, auch dieses soziale Signal auch hier ganz klar zu setzen, zu sagen, auch wenn ihr jetzt gerade nicht in bewährter Art und Weise arbeiten könnt, sozusagen face-to-face mit euren Klienten, wir stützen euch weiter, weil ihr wichtig seid als soziale Infrastruktur hier für die Stadt. Zurück zu den Finanzen, was wegbricht an Steuereinnahmen. Die Steuerschätzung kommt jetzt im Mai und wir zittern auch alle ein bisschen davor, muss ich sagen. Wobei, wenn man weiß, dass Steuereinnahmen noch ein Stück weit nachziehen, wird, glaube ich, der große Einbruch erst richtig gegen November kommen. Jetzt wird sich das bemerkbar machen im Mai, was alle, glaube ich, gemacht haben, alle Bundesländer und alle Finanzämter, dass wir Vorauszahlungen nicht mehr gestundet haben, dass ohnehin Steuern gestundet worden sind, dass sozusagen die Einnahmen schon als erstes da nicht mehr so ab dem ersten Quartal nicht mehr richtig reinfließen. Das wird man in der Steuerschätzung im Mai sehen. Und auch dann wird Berlin den nächsten Nachtragshaushalt eben machen, weil wir in dieser zweiten Phase der Finanzierung reingehen, weil wir dann vor allem anfangen abzusehen, wie hart es auch unsere eigenen Unternehmen beispielsweise trifft. Die BVG fährt deutlich weniger Leistung, aber vor allem hat die BVG 70% weniger Fahrgäste als sonst. Und das merkst du natürlich bei den Einnahmen der BVG. Und es geht anderen Unternehmen ja auch so. Der Messe beispielsweise, da findet halt nichts statt, nichts. Und das wird vermutlich auch noch so bleiben, ein paar Monate lang. Und natürlich fehlen die Umsätze. Und da müssen wir für unsere eigenen Unternehmer natürlich jetzt eben auch Notpläne aufstellen zur Finanzierung. So, also im Mai kommt der nächste Nachtragshaushalt auch mit einem ordentlichen Volumen. Und auch da wird darüber diskutiert, ob Berlin eben auch in diesem Fall dann auch sagt, hier ist sozusagen sowas wie der Katastrophenfall eingetreten, der von der Schuldenbremse ja auch vorgesehen ist. Und wir werden eben in die Verschuldung gehen müssen,
um hier zumindest eine Stabilisierung über Finanzierung zu erreichen. Und das wird im Mai mit dem nächsten Nachtragshaushalt passieren. Und ich vermute, es wird nicht der letzte Nachtragshaushalt für dieses Jahr sein. Das heißt, und das ist wichtig in einer solchen Krise, dass der Staat auch finanzielle Handlungsfähigkeit zeigt. Das ist nicht nur von der Finanzierung her eine Stabilisierung, sondern auch von der psychologischen Seite her zu zeigen, wir lassen euch nicht alleine, wir tun, was wir können, aber wirklich immer gemeinsam Land und Bund, um eben hier zu zeigen, dass wir da sind, um möglichst die Strukturen, die wir haben, zu stabilisieren und eben nicht vor die Hunde gehen zu lassen. Deswegen wäre es auch so wahnsinnig wichtig, wenn sich auf europäischer Ebene diese Einigung, die jetzt noch nicht ganz da ist, eher so halb gar da ist, wenn es da eben auch eine sehr, sehr klare Aussage gäbe, sowohl die Mittel für den Green New Deal, also für die Konjunkturprogramme, die kommen werden, wie aber eben auch eine klare Stabilitätsbotschaft eben als Gesamteuropa zu setzen, dass man sich gegenseitig in dieser Krise unterstützt. Da ist jetzt ein Anfang gemacht worden mit den Mitteln des ESM, aber ich glaube, das wird nicht reichen, vom Volumen her nicht und auch von der Botschaft her nicht. Hier muss Europa auch deutlich stärker nochmal genau diese Stabilisierungsleistung auch über Geld leisten. Ja, oh, das ist total wichtig. Ich habe gestern noch mit dem Leiter der Heinrich-Böll-Stiftung in Paris telefoniert, eine längere Zeit, ein guter Freund von mir, Jens Althoff. Und er hat auch nochmal geschrieben, also wie da einfach die Stimmung auch langsam ankommt, weil das natürlich immer an schwierigen Sachen ist und dass da eine Hilfsmöglichkeit da ist. Ich glaube, man muss von dieser Diskussion alleine Bonds ja, nein, runter, aber man wird eine gemeinschaftliche, solidarische Finanzierung bringen. Ich glaube, Deutschland, also aus meiner Sicht heraus, wird Deutschland ein bisschen von dem ESM-Sache raus weggehen müssen, weil die einfach in den Südländern total negativ belastet ist. Aber die Südländer werden lernen müssen, dass Bonds etwas ist, was bei uns jetzt als Wort zu negativ belastet ist und ob man da eine Zwischenlösung findet oder auch eine gemeinschaftliche Lösung, die vielleicht anders heißt, ist, glaube ich, eine sehr entscheidende Frage. Es hat uns jetzt noch eine Frage von einem Ötschan erreicht. Und ich tippe, ich weiß, welcher Ötschan das ist. Es geht nämlich um gemeinnützige Vereine und Sportvereine. Ja. Ich tippe, es ist unser guter Ötschan Mutlu. Er hat nochmal gefragt, ob auch da noch was ist, weil auch viele Sportvereine im Augenblick ja immer wieder Gelder zahlen für Mieten, Geschäftsstellen, ÜbungsleiterInnen, aber die meistens ja noch nicht, gerade die Kleinen, nicht gewerblich sind. Ist da bisher was bereits geplant, dass was kommt, oder wie sieht das da aus? Also Öschan meint die Kleinen, wie du es gerade gesagt hast, nicht, also nicht das wunderbare Hertha, nicht der tollste Verein der Welt, sondern die anderen. Hertha, aber sozusagen bei den Profisportvereinen finde ich es richtig, dass sie sozusagen untereinander sich solidarisch verhalten eben und dort innerhalb des Vereins dann auch umgeschichtet wird oder umverteilt wird, dass er nicht als erstes nach dem Start gerufen wird. Für die kleinen Sportvereine gelten eigentlich auch unsere Programme, weil das ja auch wirtschaftlich tätig oder gewerblich tätige Vereine sind. Aber ich glaube, die Sportverwaltung überlegt sich da auch nochmal gesondert, welche Hilfsprogramme man machen kann. Und wir überlegen gerade im Bereich eben der Non-Profit-Unternehmen, die von keinem Programm, zumindest von keinem Bundesprogramm bislang erfasst sind, ob man in diesem Bereich halt eben noch was macht, weil Berlin eben auch da im Bereich halt eben der nicht gewinnorientierten Unternehmen und vermutlich wären Sportvereine eben auch die Gruppe, die damit reinfallen würde, noch nicht so richtig was im Angebot hat. Und ich glaube, da könnte man sich nochmal was überlegen. Aber generell gilt halt eben dort auch natürlich, da, wo es möglich ist, Mieten zu stunden, Steuern zu stunden, Kurzarbeit anzumelden. Und ich hoffe, dass auch diese Mittel eben, die da sind, auch genutzt werden, auch für Sportvereine. Und also online erreichen uns jetzt noch ganz viele Fragen, die sich so ein bisschen mit der Öffnung beschäftigen. Eine auch nochmal, wie die Pläne zum Beispiel bei Bibliotheken aussehen. Wie ist das mit Sportgeräten, Spielplätzen, Fitnessstudios? Hat einen André gefragt. Wir haben sehr viele Fragen von Männern, merke ich gerade. Und Martin hat gefragt, dass er sich das mit den 800 Quadratmetern bei den Firmen noch nicht ganz erklären kann. Ich habe Gretsch gesehen, ich weiß es jetzt. Dann erklärst du uns doch, wenn du es jetzt weißt. Steht irgendwo im Gesetz, das habe ich mir gemerkt.
Also eigentlich war das so, dass, glaube ich, die Zahl 400 zuerst angedacht war. Das ist eben in der Ministerpräsidentenkonferenz beraten worden und dann haben sie sich auf 800 festgelegt. Ich habe noch nicht ganz verstanden, wie diese 800 zustande gekommen sind, außer dass man das politisch festgelegt hat. Ich habe jetzt gelernt, dass das sozusagen die durchschnittliche Größe des durchschnittlichen Lidls oder Aldis ist. Also wer sozusagen sich das nicht vorstellen kann, was 800 Quadratmeter sind, das ist ungefähr die Größenordnung, über die wir sprechen. Aber da wird es schon wieder kompliziert. Weil Renate hat es ja gerade auch richtig beschrieben, solange wir eben in diesem Bereich gewesen sind, dass wir alles bis auf die Grundversorgung mit Lebensmitteln, Medikamenten und Drogeriebedarf, dass alles geschlossen worden ist, eben mit der Prämisse des Gesundheitsschutzes, war alles noch in dem Sinne einfach, dass man eben keine großen Abwägungen zu treffen hatte. Jetzt, wo es um die Öffnungen geht, kommt das Thema natürlich der Gleichbehandlung stärker nach vorne und das Legalitätsprinzip, als es sozusagen beim umgekehrten Weg gewesen ist. Das heißt, wenn wir sagen würden, wir lassen Geschäfte öffnen bis 800 Quadratmeter über Drogeriemärkte und über Lebensmitteleinzelhandel hinaus, dann fragt natürlich und klagt ja auch schon bereits ein Warenhaus dagegen und sagt, warum kann ich denn nicht 800 Quadratmeter Verkaufsfläche hier öffnen, den Rest würde ich ja absperren. Da gerät man in diese Gleichbehandlungsthemen mit rein. Ich habe jetzt auch neu lernen dürfen, dass Shopping-Malls, dass eine Shopping-Mall nicht ein Shop ist, sondern dass eine Shopping-Mall verbundene Einzelshops sind und dass man bei jedem einzelnen dieser Shops in einer Shopping-Mall die 800 Quadratmeter zugrunde legen muss. Das sind die Regelungen, an denen wir gerade arbeiten, wie man das so macht, dass nicht alles weggeklagt wird, aber trotzdem wir eben diese Prämisse einhalten, dass die Abstandsregeln gewahrt sind und dass keine Gruppenbildungen stattfinden, was in Malls gerade ein schwieriges Thema ist, weil da natürlich gerade Jugendliche eher dazu neigen, sich da länger aufzuhalten und zu Rudelbildung es da kommen könnte. Wir arbeiten da mit Auflagen und wenn das nicht eingehalten wird, müssen wir uns halt andere Wege überlegen. Aber wir kommen jetzt in eine Phase, wo es rechtlich nicht mehr ganz so einfach ist, Dinge einzufassen. Deswegen brauchen wir auch ein, zwei Tage länger, um diese 800 Quadratmeter Regelung umzusetzen, damit wir da auch mit den Verbänden sprechen und hoffentlich dann juristisch halbwegs auf der richtigen Seite sind. Das ist, was dieses Thema angeht. Ja, bei Malls muss man noch ein bisschen mit berücksichtigen, die Leute kommen ja auch und gehen, wenn da jetzt auf einmal die großen Malls in Berlin wieder aufmachen und die alle dann mit der BVG da hinfahren, dass auch da gibt es ja dann Menschengruppen. Also das kann ich schon immer wieder verstehen. Also je mehr sich das dann wieder drängelt, umso schlechter wird das. Es gibt auch Gegenargumente, ich habe das wirklich sehr ausführlich diskutiert die letzten zwei Tage. Wenn man aus der Innenstadt so ein bisschen rausguckt, wo es vielleicht keine Bergmannstraße gibt oder Kollwitzstraße, wo man eben auch einkaufen gehen kann, dass es manche Bereiche der Stadt gibt, wo halt eben eine solche Mall die Versorgung halt eben dann doch sicherstellt. Dann alle in Bewegung setzen, weil eben dann doch in der Innenstadt die kleinen Läden aufmachen dürfen und sich alle sozusagen auf die Bergmannstraße werfen, weil es da was zu shoppen gibt, um es mal zu überspitzen, dann ist halt auch nicht hilfreich. Oder in die Wilmersdorfer Straße oder, ne, oder so. Und deswegen muss man gucken, dass man auch über die Stadt eben verteilt. Das ist das Gegenargument und das diskutieren wir jetzt eben auch noch mit dem Handelsverband, um eine vernünftige Lösung auch hinzubekommen. Es ging noch um weitere Öffnungen. Das Thema Bibliotheken haben Klaus, Michael und ich auch etwas länger diskutiert, weil das vor allem, wenn wir wieder die Schulen hochfahren, einfach ein wichtiges Thema ist. Wir haben die Buchläden in Berlin beispielsweise ja offen gelassen im Vergleich zu anderen Bundesländern. Da waren wir sozusagen liberaler als andere und das hat sich auch bewährt, finde ich. Aber nicht jeder kann sich halt leisten, neue Bücher zu kaufen und deswegen sind Bibliotheken eigentlich so wichtig. Diese würden wir gerne, wenn wir es nicht in dieser ersten Phase machen, weil eben es da auch Anlaufthema natürlich noch gibt, würden wir aber gerne die relativ zügig ermöglichen, dass Bibliotheken aufmachen. Da hast du eben nicht das Problem, das kannst du mit Zugangsbeschränkungen regeln. Die Medien werden ja ohnehin schon teilweise online ausgeliehen, da muss man die Rückgabe organisieren. Also da kann man das, glaube ich, ganz gut hinkriegen, dass dort eben die Regeln eingehalten werden. Bei Volkshochschulen, Musikschulen ist das schon wieder etwas anders. Da würde ich sagen, nicht in dieser ersten Phase. Wir müssen wirklich gucken, dass wir sehr vorsichtig Schritte gehen und uns immer wieder dann die Zahlen nach ein, zwei Wochen anschauen, dass sich da eben nicht irgendwas getan hat, was ein Infektionsherd dann plötzlich geworden ist. Hört ihr mich? Ja. Ja.
Ich würde bei den Bibliotheken nochmal sagen, da sehe ich eines der sozialen Argumente. Solange es eben für, gerade für die, die weniger Geld haben, ja, oder nicht so viel Geld haben, kann natürlich die Ausleihe von Büchern oder Spielen in der Bibliothek ein Faktor sein, ja, weil du kannst gar nicht so viel Zeug oder neue Spiele kaufen, wie die Kinder irgendwie in diesen Wochen abgearbeitet haben. Insofern glaube ich, könnte man ja mindestens dann notfalls auch mal sagen, wir machen die Kinderbibliotheken auf oder Kinder und Jugendliche, um zumindest in diesem Bereich ein bisschen Luft zu schaffen. Und verreisen darf man ja auch nicht großartig in Sommerferien. Es spricht also auch sozial dafür, so lang oder soweit man es managen könnte. Ne? Aber ihr seht, das sind sehr viele Einzelfragen. Ne? Wir haben diskutiert, ohne jetzt alle Einzelfragen mit euch allen diskutieren zu wollen, aber wir haben diskutiert, was jetzt eigentlich die Badesaison beginnt, theoretisch in Berlin, glaube ich, Mitte April, spätestens Anfang Mai, was mit den Freibädern, was mit dem Anbaden in Seen kann. Ne, verbieten wir das Schwimmen in Freibädern, aber im See nebenan springen sie alle ins Wasser. Das sind alles Themen, die wir diskutieren müssen, die wir klären, die wir auch regeln müssen. Und eine Fülle weiterer dazu, die ich auch noch beispielhaft nennen könnte, aber alles, was sozusagen das normale Leben umtreibt, treibt uns natürlich auch um. Wir müssen Regelungen finden mit der Prämisse des Gesundheitsschutzes. Jetzt hat Nora aus dem Chat hier und online nochmal gefragt, wie das bei Familien mit Blick auf Kitas und Notbetreuung aussieht und was da Berlin in nächster Zeit vorhat. Das ist ja etwas, was sehr viele umtreibt. Vielleicht kannst du da auch nochmal kurz ein bisschen mit eingehen. Das wäre, glaube ich, super. Ich versuche es. Ich habe jetzt geguckt, ob ich diesen Zeitplan hier noch liegen habe. Aber es ist so, dass die nächste Woche als Vorbereitungswoche genutzt werden soll. Und ab der Woche darauf, ab dem 27., wir anfangen, die Notbetreuung auszuweiten. Also sagen diese Zwei-Eltern-Regel wird dann eben Stück für Stück eben verschwinden. Es werden mehrere Ausnahmetatbestände mit jedem Öffnungsschritt eben noch mit dazukommen. Wenn wir den Einzelhandel weiter öffnen, müssen eben Eltern, die im Einzelhandel arbeiten und nicht nur im Lebensmitteleinzelhandel, die Möglichkeit der Betreuung haben. Das Gleiche gilt auch, wenn wir die BVG weiter hochfahren. Also wir werden Schritt für Schritt in der Kinderbetreuung dort auch die Ausweitung der Notbetreuung machen, beginnend eben mit übernächster Woche. Auch da schrittweise, auch da muss man eben sicherstellen, dass die kleinen Gruppen möglich sind, dass halt eben nicht zu viele Kinder sich begegnen auf dem Spielplatz und. Aber es geht schrittweise voran. Und ich muss schon sagen, wir sind eines der wenigen Bundesländer, was das von Anfang an mitgedacht hat. Ihr habt die Kritik ja sicherlich mitbekommen an diesem Leopoldina-Papier und an auch an einigen anderen Bundesländern, die immer über Schule gesprochen haben. Das ist auch wichtig, die über Kinderbetreuung in Kitas überhaupt nicht gesprochen haben. Und wir versuchen das eben zu parallelisieren mit den Öffnungen, die auf der anderen Seite eben stattfinden. Eine Sache kommt immer noch mal viel rein, und da haben wir ja auch schon ein, zwei Mal drüber gesprochen, ist die Frage jetzt, wenn zum Beispiel Maskenpflicht kommt oder Ausstattung bei den, also in den Krankenhäusern, Schutzausrichtungen und, wie da im Augenblick die Situation in Berlin ist, ob man da noch ein bisschen was zu sagen kann, auch vielleicht zu Intensivbetten, wenn du dann noch ein, zwei Saalen hast. Und soweit ich weiß, oder du hast ja immer wieder erzählt, warst du ja auch mit der Wirtschaft in Berlin immer viel in Kontakt, ob die auch was produzieren können. Jetzt haben wir selber ja nicht unbedingt das Textilgewerbe bei uns, aber ich glaube, sonst, da gab es ja auch noch viele andere Ideen, wie man das noch unterstützen kann. Also das Thema Schutzkleidung war vor 2, 3 Wochen ein ziemlich besorgniserregendes Thema, weil wir alle das Gefühl hatten, wir bekommen nicht genug Schutzkleidung, die wir brauchen werden. Medizinische Schutzkleidung auf der einen Seite für die Krankenhäuser und eben Schutz, vor allem flexiblen Mundschutz für andere vulnerable Bereiche, da muss man ja ein Stück weit unterscheiden zwischen diesen beiden Kategorien. Und deswegen haben wir uns auf den Weg gemacht mit Berlin Partner, das ist die Wirtschaftsfördergesellschaft des Landes, die unsere Unternehmen hier auch betreuen, Unternehmen zu identifizieren, die entweder die Produktion umstellen können auf Schutzkleidung oder selber eben Verbindungen haben zur Textilindustrie und uns darüber auch helfen und unterstützen können. In der Zwischenzeit hat sich aber sozusagen auf dem Markt was getan, und so dass die Gesundheitsverwaltung und auch die Berliner Polizei und Feuerwehr ziemlich große Mengen an Schutzkleidung einkaufen konnten. Ihr habt vielleicht in den Nachrichten mitbekommen, dass vor einigen Tagen, ich glaube, 50 Tonnen angekommen sind an Schutzkleidung, so dass jetzt für die nächsten Wochen, sagen zumindest alle, was medizinische Schutzausrüstung angeht, man ganz gut gewappnet sei in den Krankenhäusern und bei der Feuerwehr und bei der Polizei.
Auf der anderen Seite haben wir Unternehmen, die sagen, sie könnten uns auch helfen. Und ich glaube, das muss man jetzt zusammenbekommen, weil in 2-3 Wochen braucht man wieder die nächste Ladung. Und da wäre es schön, wenn auch Berliner Unternehmen eben sich daran beteiligen könnten. Wir können das unterstützen, wenn Investitionen nötig sind, um eben Maschinen zu beschaffen etc. Das können wir auch fördern. Das ist auch, glaube ich, das, was Renate erzählt hat, was im Bund jetzt nochmal die Grünen, wozu sie Altmaier auch gefordert haben, wozu sie als Bundestagsfraktion, dass die eben auch da stärker in die Förderung als Bund gehen. Wir können in Berlin hier schon den ersten Schritt selber gehen, wenn Produktion umgestellt wird, das eben zu unterstützen. Und was wichtig ist für den Bereich der nicht-medizinischen Schutzmasken, die aber natürlich auch an Bedeutung gewinnen, wie es ja jetzt eben schon gesagt worden ist, keine Verpflichtung, aber doch eine Empfehlung, textilen Mundschutz zu tragen beim Einkaufen, öffentlichen Nahverkehr. Wir kommen dann im Bereich, wenn wir darüber sprechen, die körpernahen Dienstleistungen, damit ist nicht Prostitution gemeint, sondern eher Friseure und sowas, das wieder zu öffnen, dass man da eben auch zum Schutz mit einem textilen Mundschutz eben, wenn möglich, arbeiten sollte. Da haben wir jetzt eine Plattform gebastelt, auch wieder zusammen mit Berlin Partner, eine Matching-Plattform, die eben zusammenbringen soll Unternehmen aus Berlin, die eben textile Schutzmasken herstellen und Unternehmen aus Berlin, die die brauchen. Damit sozusagen das auf dieser Plattform einfach digital stattfindet. Das Matching, das ist eine B2B-Plattform, also sozusagen von Unternehmen zu Unternehmern gedacht. Und die wird, ich glaube, nächste Woche an den Start gehen, weil wir doch jetzt über die Handwerkskammer und Berufsschulen und auch über viele andere Nähereien und Unternehmen inzwischen wirklich ein ganz gutes Angebot an nicht medizinischen, aber doch textilen Schutzmasken haben. Selbst die Theaterwerkstätten stellen inzwischen welche her und die Behindertenwerkstätten. Das ist wirklich inzwischen wirklich die Bandbreite hier in Berlin, die sich darum kümmern. Und das wird über diese Matching-Plattform dann halt eben auch hoffentlich vernünftig zusammengebracht. Ich muss mal einmal kurz verschwinden, weil ich das Licht anmachen möchte, weil sonst seht ihr mich gleich nicht mehr. Oh, nicht, dass du im Dunkeln verschwindest. Ja, wir haben selber auch schon sehr viel Angebote bekommen für sehr kreative Masken, gerade von den Theatern. Das fand ich immer sehr, sehr hübsch. Also das ist ja die Kreativität gerade auch am Blühen. Du bist ja nicht nur Wirtschaftssenatorin und Bürgermeisterin, sondern du bist auch Aufsichtsratsvorsitzende der BVG. Hier gab es auch nochmal einige Fragen, zum Beispiel Angela hat gefragt, wie die BVG es sicherstellen will, dass der Abstand dann gewahrt wird, wenn die Leute da wieder mehr mitfahren. Und es gab auch bei dem Verkehr noch die Frage, ob temporäre Radstreifen nicht eine Option wären, aber die machen wir ja schon. Die gibt es ja schon an vielen Ecken. Aber das zur BVG wird vielleicht nochmal, vielleicht hast du Lust, da nochmal ein, zwei Sachen zu sagen. Uns hat im Vorfeld auch nochmal die Sorge erreicht, was jetzt mit den bestellten U-Bahn-Wägen ist. Fange ich vielleicht mit letzterem an, weil das ist die einzige wirklich richtig gute Nachricht der letzten Wochen gewesen, die aber leider so ein bisschen untergegangen ist in diesen Zeiten. In anderen Zeiten hätten wir das, glaube ich, wochenlang abgefeiert, dass die BVG gegen Alstom gewonnen hat. Alstom hatte ja gegen die Vergabe der U-Bahnen geklagt, hatte vor der Vergabekammer keine Chance, ist vors Kammergericht gezogen und hat dann dort eben auch nicht gewonnen. So dass die BVG den Zuschlag für die neuen U-Bahnen endlich erteilen konnte, was eine riesen gute Nachricht für die Stadt ist. Eine Beschaffung in Größenordnung von knapp 3 Milliarden Euro, was dann U-Bahnen nach Berlin kommen wird in den nächsten, und das ist jetzt die traurigere Nachricht, in den nächsten Jahren, weil U-Bahnen halt eben auch nicht vom Himmel fallen, sondern U-Bahnen müssen erstmal entwickelt werden. Ihr wisst, dass Berlin natürlich immer special ist, also auch beim U-Bahn-Tunnel sind wir natürlich special, wir nehmen nichts von der Stange, es muss sozusagen sonderangefertigt werden für Berlin. Wir haben ja auch 2 Größenordnungen wegen der zwei verschiedenen U-Bahn-Systeme, die wir in der Stadt haben. Diese U-Bahn müssen entwickelt werden, die müssen zugelassen werden und dann kommen sie erst auf die Schiene. Das heißt, das geht alles nicht so schnell und deswegen ärgert mich diese Klage, die da stattgefunden hat, weil sie einfach nur uns Zeit gekostet hat, die wir dringend gebraucht hätten. Berlin hat in den letzten 15 bis 20 Jahren keine U-Bahn bestellt. Wir haben jetzt ganz viele auf einen Schlag bestellt und die werden in den kommenden Jahren kommen, aber eben nicht so schnell, sondern vermutlich erst ab 23. Leider, leider. Und bis dahin müssen wir mit dem Material halt eben klarkommen, was wir haben. Das ist in die Jahre gekommen, weil eben lange nicht investiert worden ist. Und was die Frage angeht, Verhalten im ÖPNV, natürlich kommt das auch da wieder auf jeden Einzelnen und jede Einzelne an. Dass man möglichst versucht, die Abstandsregeln einzuhalten. Und ich bin so ein Zahlenmensch. Von den Zahlen her ist es bei der BVG so, dass die BVG 70% weniger Fahrgäste hat im
Durchschnitt, also im Vergleich zu einem normalen Tag. An einem normalen Montag fahren 70% mehr als an den letzten Montagen beispielsweise. Sie aber selber als Verkehrsleistung ungefähr 15-18% weniger als an normalen Tagen anbieten. Also da ist schon, ne, Sie hätten ja auch die Fahrleistung noch deutlich noch deutlich reduzieren können. Das haben Sie aber nicht getan, weil wir das nicht wollten, eben damit sich die Menschen ganz gut verteilen können. Aber ich glaube, dass die Empfehlung eben nach Textil- und Mundschutz da eine wichtige ist tatsächlich, weil im öffentlichen Nahverkehr man doch auf engerem Raum Zeit miteinander verbringt und die Durchlüftung nicht immer gut gewährleistet ist, einfach gerade bei einer U-Bahn natürlich nicht. So, die BVG tut, was sie kann, aber wir haben eben auch nicht viel mehr Material, was jetzt noch auf die Schiene kann. Insofern sind wir jetzt auch im Gespräch darüber, auch mit Unternehmen, dass man vielleicht auch Arbeitszeiten flexibilisieren kann. Viele Unternehmen arbeiten ja mit Kernarbeitszeiten, die Verwaltung ja genauso, dass man dann ein Stück weit versucht, die Rush-Hours auch zu entzerren, damit eben im öffentlichen Nahverkehr nicht alle zur gleichen Zeit zwischen 7:30 und 9:30 unterwegs sind und dann nachmittags nochmal geknubbelt, sondern tatsächlich das ein bisschen auseinanderzieht. Und ich gehe auch davon aus, dass weiterhin auch Homeoffice noch in vielen Bereichen einfach stattfinden wird. Jetzt habe ich mal noch so ein bisschen zum Ende hin noch mal ein bisschen eine persönliche Frage. Ich finde das ja zurzeit echt heftige Zeiten. Ich habe sowas noch nie mitgemacht. Also weltweite Shutdown, also Shutdown nicht, aber runterfahren und alles, es steht auf einmal Kopf und still. Wie ist das eigentlich für dich dann jetzt persönlich? So, bist jetzt Wirtschaftssenatorin, da sehr herausragende Stellung und auf einmal in so einen Trubel unter solchen Entscheidungen reingedrückt zu werden. Also das muss ja auch extrem belastend sein. Na, es ist auch meine erste Pandemie, also die erste große Krise dieser Art. Nicht alles, was wir diskutiert und entschieden haben, ist mir oder uns leicht gefallen. Ich habe am Anfang, als die Diskussion aufkam, du erinnerst dich vielleicht, Werner, in unseren Verteilern geschrieben, das Stichwort Shutdown tauchte zum ersten Mal auf. Ich habe selber gemerkt, dass sich einfach innerlich bei mir auch was dagegen sträubt, weil ich, wie ihr wisst oder viele von euch wissen, ich bin ja in Rumänien groß geworden, eben noch vor dem Mauerfall habe ich als Kind dort gelebt und ich habe durchaus biografisch so eine gewisse innere Sperre gegen Themen wie Einschränkung von eben Bewegungsfreiheit und von Grundrechten. So verstehe, dass wir das auch so getan haben und tun mussten und finde es auch richtig, eben weil wir es an den Infektionszahlen sehen, dass das der richtige Weg gewesen ist. Aber das sind keine Entscheidungen, die man so leichtfertig trifft. Das sind auch keine Entscheidungen, die, wie das oft in der Politik ist, stilisiert werden zu Wert gewonnen, Wert verloren. Hat sich die Pop durchgesetzt oder hat jemand anderes sich durchgesetzt? Das sind so die Kategorien, in denen wir ja so oft im normalen politischen Geschäft denken, ne? Hat die Pop das Geld gekriegt, was sie brauchte für die Elektromobilität oder hat der Finanzsenator sie hängen lassen? So, ne? Diese Kategorien zählen plötzlich nicht mehr in der politischen Auseinandersetzung. Und wir haben wirklich auch im Senat so gute Diskussionen gehabt, wie sie, glaube ich, auch in solchen existenziellen Situationen auch wichtig sind. Da lernt man sich auch einfach nochmal ganz anders kennen. Wir haben so viele sensible Themen diskutiert und behandelt. Die Frage beispielsweise der Besuchsregelung in Pflegeheimen, die hat uns sehr, sehr lange beschäftigt, auch mit vielen, vielen persönlichen Einblicken, weil es da kein, eigentlich gibt es da kein richtig oder falsch. Es gibt alte Menschen, die sagen, ich habe mein Leben weitestgehend hinter mir, ich möchte nicht einsam hier sterben, weil die Bedrohung durch Corona da ist. Es gibt andere, die sagen, ich möchte aber geschützt werden dagegen. Und es gibt für beides gute Argumente und da haben wir sehr lange diskutiert und abgewogen. Das sind wirklich Entscheidungen, die sehr existenziell sind. Und die man nicht alle Tage trifft als Politiker, Politikerin, ist auch ganz gut so. Aber das geht schon an die Substanz. Und das merke ich auch, dass dann manchmal einfach abends der Kopf noch arbeitet oder dass man sich mit den Dingen natürlich noch länger beschäftigt über den Feierabend hinaus, den es ja ohnehin bei uns selten gibt. Und was tatsächlich in dieser Krise bei mir ganz persönlich an die Substanz geht, ist, dass man sich nicht mehr zwischendrin irgendwo was zu essen holen kann. Wer mich kennt, weiß, dass ich so alle 3 Stunden irgendwie gefüttert werden muss, damit die Energie weiterläuft. Und kann ich bestätigen. Naja, die anderen, manche kennen das schon, auch Michael Müller. Wir schicken dir was ins Büro. Willst du was essen, bloß keine schlechte Laune kriegen? Ja, das ist so ein bisschen, bei mir geht es richtig an die Substanz, was das angeht. Aber das ich nehme zu, werde ich überstehen. Ich nehme wahnsinnig zu, weil ich die ganze Zeit koche und backe.
Ich komme vorbei. Ich darf ja gar nicht, verdammt. Darfst du nicht. Ich darf nicht. Ach, wir sind nicht verwandt. Ja. Schade. Schick virtuell was rüber. Ja, kriegst per Post. Ja, und auch jetzt, solche Konferenzen wie diese finden immer zur besten Abendessenszeit statt. Ne? Ich will es ja nur mal kurz gesagt haben. Oh, es gibt interessierte Leute. Wir sind immer noch bei über 130 Leuten. Also insgesamt halten die sehr gespannt und gespannt die Stellung. Nochmal zu dem ganzen Thema hier auch zurück. Hier habe ich nochmal einige Ausfragen, die auch Richtung, zum Beispiel von Selma, was Richtung Ausbildung geht. Es fällt jetzt vieles an, die Schulen sind zwar geschlossen, aber viele in der Ausbildung, die Betriebe fangen jetzt manchmal wieder an, ob man nicht auch bei der Ausbildung wieder anfangen kann, dass die weitergeht oder wie da jetzt der Plan ist. Ja, darüber haben wir heute Morgen tatsächlich auch kurz gesprochen in dieser Wirtschaftsrunde, weil die Kammern mit dabei sind und Herr Becking von der Bundesagentur. Es gibt wohl eine bundesweite Diskussion darüber, ob man den Ausbildungsstart in diesem Jahr auf den 1.9., am 1.9. halten kann oder ob man das verschiebt. Ich gebe zu, dass ich mir noch keine richtige Meinung darüber gebildet habe. Ich war jetzt bei der Abiturprüfung beispielsweise, haben wir als Koalition klar gesagt, die werden wir jetzt nicht ausfallen lassen. Das hat uns auch ein bisschen Protest eingetragen von den Landesschülervertretungen. Beim Thema Ausbildung bin ich mir nicht ganz sicher, weil es ist ja keinem gedient, wenn wir sagen, wir starten das Ausbildungsjahr wie gehabt am 1.9., aber viele Unternehmen einfach gerade erst ans Netz gekommen sind wieder oder noch nicht richtig am Netz sind und wir können keine Ausbildungsplätze anbieten. Andererseits können wir die Jugendlichen jetzt auch nicht hängen lassen. Insofern ist die Überlegung, ob man das zumindest ein Stück weit verschiebt. Worum man sich aber kümmern muss, ist um die Auszubildenden, die jetzt gerade noch in der Ausbildung sind, das sind ja immerhin auch ein paar Tausend hier in der Stadt, dass die Unternehmen diese auch halten können bis zum Ende des Ausbildungsjahres. Die Frage der Übernahme muss man sich einmal gesondert anschauen, aber dass sozusagen keine Ausbildungsverhältnisse wegen der Krise jetzt abgebrochen werden. Und darum kümmern wir uns gerade mit den Kammern, dass eben die bestehenden Ausbildungsverhältnisse auch vernünftig zu Ende geführt werden. Und jetzt nochmal ein bisschen so mit dem Blick ein bisschen nach vorne und nach, auch drüber hinaus. Wir haben sehr viele, die uns auch nochmal geschrieben haben wegen Klimafragen. Also A, mal in die Richtung, ob wir irgendwas für die Klimastrategie aus der Zeit gerade jetzt lernen können. Und andere, die Angst haben, dass die notwendigen Investitionen und die Transformation der Wirtschaft und Umbau auch der Gesellschaft nicht mehr funktionieren kann, weil am Ende das Geld nicht mehr da ist. Wie schätzt du das ein? Also bei uns BVG ist ja auch Nahverkehrsplan, den wir aufgelegt haben, Milliardensummen, aber ist ja dringend notwendig, wenn man auch die Klimakrise, die ja auch auf uns zukommt und so ähnlich ist wie bei jetzt auch bei der Krise, wenn man die Auswirkungen sieht, ist es zu spät, dann werden wir nicht mehr viel machen können. Also ob man da was lernen kann und wie wir das in Zukunft auch da noch hinkriegen. Ja, das ist, glaube ich, so die Metadiskussion darüber, was lernen wir aus der Krise oder was passiert mit uns in dieser Krise und mit dieser Krise. Da gibt es zwei Lesarten. Ich glaube, so die beliebte Lesart bei den ehemaligen beiden Volksparteien ist, die Menschen merken, dass diese Schönwetterthemen der Grünen eigentlich nur Schönwetterthemen sind, wenn es an die existenziellen Fragen wie eben Einkommen etc. geht. Da sind dann doch wir eher gefragt als CDU und SPD. Und das wird nach Corona auch so bleiben, glauben Sie. Die andere Lesart ist, und die halte ich für wahrscheinlicher, nicht nur weil ich bei den Grünen bin, ist, dass die Menschen merken, was so eine Krise auslöst, gesellschaftlich, sozial, wirtschaftlich, und dass wir eigentlich Krisen empfindsamer werden und daraus lernen, dass wir weiteren Krisen in diesen Dimensionen vorbeugen sollten. Das ist zumindest mein Eindruck, dass das Learning aus dieser Krise ist, eigentlich krisenresilienter und krisenfester zu werden. Und die Klimakrise ist eine existierende und existenzielle Krise. Und die Menschen wissen, dass diese Krise uns genauso ereilen wird wie diese Krise, die wir gerade erleben als Pandemie. Nichtsdestotrotz wird die politische Auseinandersetzung genau zwischen diesen beiden Polen stattfinden, spätestens dann, wenn es um die Frage der Konjunkturprogramme geht. Die werden ja kommen und kommen müssen zur Stabilisierung und dann sozusagen für den Schub für die deutsche Wirtschaft. Und dann stellt sich schon die Frage, gibt es dann die 28. Abwrackprämie, die ich miterlebe für den 28. Diesel, oder gibt es dann ein Konjunkturprogramm, was sozusagen zukunftsweisender ist und sich eben traut, in andere und neue Infrastrukturen, wozu ich im Übrigen die digitale Infrastruktur auch zählen würde, zu investieren. Und das wird dann die politische Auseinandersetzung sein, an der sich zeigt, ob wir aus der Krise was gelernt haben
oder ob sich da welche noch trauen zu sagen, man bräuchte jetzt ganz dringend Abwrackprämien und Ähnliches. Ich glaube, ich bin ja dann doch Optimistin und Realistin zugleich, dass die Menschen, die meisten Menschen sagen werden, wenn wir jetzt investieren, dann bitte nicht in alte Strukturen, sondern in die Schaffung neuer Strukturen. Und dazu gehören eben Infrastrukturen im Verkehrsbereich, also im öffentlichen Nahverkehr vor allem. Dazu gehören Energiewende-Infrastrukturen und ja, dazu gehört auch digitale Infrastruktur. Und das sollten auch die Vorschläge sein, mit denen wir reingehen. Ich möchte nicht die x-te Diskussion darüber führen, in welcher Reihenfolge der Soli jetzt und wie schnell abgeschmolzen wird, sozusagen die Evergreens von CDU und FDP und SPD durchzudeklinieren, was man immer schon mal gefordert hat, dass wir wirklich zukunftsgerichtet diskutieren, dass wir eben krisenfest und krisenresilienter werden müssen, dass das die Learnings aus dieser Krise sind. Und die Krisen sind immer unterschiedlich, aber die Frage ist, ob man darauf vorbereitet ist. Und die Klimakrise ist eine sehr absehbare Krise und darauf müssen wir uns vorbereiten. Und daraus kann im Übrigen, sagt die Wirtschaftssenatorin, aber auch ein wirtschaftlicher Zugewinn für Deutschland entstehen. Wir haben es ja schon in vielen Bereichen gesehen, dass man nach Deutschland guckt und sagt, wow, wie schafft es eine der größten Industrienationen der Welt, sich der Energiewende zu stellen und diese auch zu managen. Daraus kann man auch wirklich wirtschaftlich ordentlich was gewinnen. Und das wäre der Weg, den ich gehen möchte und von dem ich glaube, dass wir ihn gemeinsam als Grüne auch sehr, sehr stark machen werden. Ja, ich glaube, das geht dann nur mit Grün, wenn man die das alles will. Und da ist es gerade wichtig, dass wir danach nochmal sehr stark aus allen Sachen auch mit rauskommen. So zum Abschluss noch eine Frage, die uns von Beate gestellt wird. Ich glaube, das passt jetzt dann so ins Richtungswochenende. Was ist mit den Sommerferien? Und wird man in den Sommerferien an der Ostsee noch schon sein können? So, jetzt das sag mal. Ist eine Frage, weil Prognosen ungewiss sind, vor allem, wenn sie die Zukunft betreffen. Ich weiß es nicht genau. Wir wissen es alle nicht genau, weil wir jetzt wirklich im 2-Wochen-Takt gucken, wie sich die Zahlen entwickeln. Ich glaube, uns allen ist klar, dass mindestens in diesem Jahr kein weltweiter Tourismus stattfindet. Dass sozusagen eben das, was vielleicht manche schon geplant hatten, nicht stattfinden wird. Ich selber hatte im Mai eine Woche Toskana ins Auge gefasst und das eine oder andere schon gebucht. Das wird auch nicht stattfinden. Ob man innerhalb Deutschlands schon im Sommer Urlaub machen kann, könnte sein. Aber auch da wäre ich vorsichtig, jetzt eine Prognose zu treffen. Ja, ich habe auch eine gewisse Vorstellung davon, dass wir uns alle an der Ostsee wieder treffen und vielleicht der eine oder andere dann nach Berlin kommt, wenn wir alle an der Ostsee sind, wir Berliner und Berlinerinnen. Aber ich weiß es nicht genau. Und wenn man so ein bisschen den Tenor auch gehört hat, der Ministerpräsidentenkonferenz und vor allem aus dem Bundeskanzleramt kam, der Chef des Bundeskanzleramtes ist ja auch Mediziner, Helge Braun, er ist, glaube ich, Intensivmediziner. Das klang eher so wie Tourismus, Hotels, Gastronomie als letztes eher im Sommer oder im Herbst. Da ist man noch nicht so richtig sicher. Ich glaube auf jeden Fall, große Veranstaltungen wie das Oktoberfest oder Ähnliches wird es dieses Jahr nicht geben, wo man sozusagen nochmal touristische Highlights setzt. Das wird das alles in diesem Jahr nicht geben. Aber ein bisschen was anderes sehen täte uns, glaube ich, allen ganz gut im Sommer. Aber das hängt tatsächlich davon ab, wie sich die Situation bis dahin weiterentwickelt hat. Ja, ich wäre justamente jetzt in Paris eigentlich. Und da wäre ich jetzt auch sehr gerne. Wobei ich auch sehr gerne mit jetzt die 1,5 Stunden gesprochen habe. Kurve gekriegt, ne? Ja. Ich bedanke mich bei allen, die da sind. Ich noch ganz kurz, weil auch ein paar Fragen zur Partei gekommen sind. Wir werden als Partei jetzt erstmal bis zur Sommerpause alle Veranstaltungen digitalisieren und auch digital stattfinden lassen. Ich fand das jetzt sehr schön, dieses Gespräch mit Ramona. Ich hoffe, dir jetzt auch ein bisschen gefallen. Deine x-te Telefonkonferenz heute wahrscheinlich wieder im Videocall. Aber ich denke, dass wir das jetzt bei Zeiten auch mal nochmal wiederholen können und auch ein paar andere Sachen machen können. Ihr habt heute auch schon Renate gehört. Die will jetzt mit Turgut Altug auch ein Webinar machen zur Ernährungswende in Corona-Zeiten. Da schicken wir euch die Informationen auch noch zu. Und wir haben auch noch ein bisschen was geplant. Wir wollten mit Erik nochmal ein Webinar machen von der deutsch-türkischen Grenze, türkisch-griechischen Grenze mit den Geflüchteten, Entschuldigung, der ja da vor Ort ist, Erik Marquardt, der Europaabgeordnete hier auch aus Berlin. Und wir überlegen auch nochmal weitere, vielleicht zur Verkehrswende oder Ähnliches. Also wir werden euch online schön weiter informiert halten.
wie es ansonsten mit der Partei nach der Sommerpause weitergeht, wissen wir gerade nicht. Aber was Ramona jetzt gerade am Schluss gesagt hat, macht mir zumindest keine Hoffnung Richtung LMV, weil eigentlich wollten wir die großen Landesmitgliederversammlungen abhalten im November am 28. Da sind bisher noch keine Entscheidungen gefallen, aber das wird, die Hoffnungen schwinden immer mehr. Aber da werden wir euch auch als Partei auf dem Laufenden halten. Sicher ist nur, die ganzen Veranstaltungen zum Programmprozess und alles bis zur Sommerpause ist sicher digital. Soweit. Ramona, vielen Dank. Renate, dir auch vielen Dank. Danke für die Moderation und ich freue mich aber schon trotzdem drauf, euch vielleicht irgendwann doch wieder alle live zu sehen. Auch. Vor allem auch mal wieder mit Wein anzustoßen oder sowas. Das ja, und umarmen. Das wäre ja auch ganz süß. Ja. Dann jetzt hier. Umarmen dich dann alle. Renate. Digitales Pussy links, digitales Pussy rechts. Und auch an den ganzen Zuschauern, die jetzt immer noch bei 130 ungefähr sind, auch danke. Mir hat es sehr gefallen und ich hoffe bald wieder. Tschüss. Tschüss. Wo komme ich hier raus? Durch die Tür. Das suche ich auch immer wieder.